Guten Tag, hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Und der Diskurs in Österreich, wie wir reden über unsere gesellschaftlichen Zustände, geprägt von einer Spaltung zwischen wir sind die Guten und die Fremden sind die Bösen. Und wir fühlen uns da ziemlich als die Einzigen, die die alten guten Grundsätze, sozialdemokratischen Grundsätze, von alle Menschen sind gleich und jeder braucht seine Chance, noch vertreten. Wir machen, dass das Leben miteinander gut wird, auch für alle, die hier jetzt schon da sind. Das Problem bei dieser Rhetorik ist ja, dass sie von der FPÖ in der Mitte des politischen Spektrums mittlerweile angekommen ist. Du hast natürlich einen politischen Diskurs und das offen gesagt machen ÖVP und FPÖ gleichermaßen. Die sagen, wir haben ein Thema mit dem Pensionssystem, weniger Flüchtlinge. Wir haben ein Thema, wie schaffen wir gleichen Zugang zum Gesundheitssystem, weniger Flüchtlinge. Wir haben ein Thema, wie verbessern wir unsere PISA-Ergebnisse in der Schule, weniger Flüchtlinge. So, und das ist das Wesen dieses Rechtspopulismus, dass er jedes einzelne Problem sozusagen an einem klaren Sündenbock festmacht. Das ist diese Entwicklung. Und das ist genau die Situation, dass der Politik auf Kosten von einem Teil der Bevölkerung gemacht wird. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wir waren in der Pfarrecker Graner Anger, wir haben vorhin darüber geredet, untergebracht als Flüchtlinge und wir wurden mit Brandanschlägen angegriffen, also mit Brandsätzen, die uns da hineingeworfen wurden in unseren Schlafraum, der nicht größer war als dieser Raum hier, wo man zu acht drinnen war. Und dann haben mein Bruder und ich haben irgendwie vermutet, dass das eben diese neonazistischen Jugendlichen, die sich da in dieser Siedlung herumgetrieben haben, sein könnten. Und mein Bruder, damals knappe 18 Jahre, ist auf die zugegangen, weil er mit denen Tischtennis gespielt hat und hat den angesprochen. Wolfgang, warst du das? Und er konnte da nicht raus und hat dann zugegeben, dass er es war. Und dann hat er ihn bei der Hand genommen und hat ihn da hineingeführt und hat ihm die Oma von einer anderen Familie gezeigt, die geweint hat und hat ihm gezeigt, wie wir wohnen, wie wir leben als Flüchtlinge. Und das ist so eine Geschichte, wenn man Menschen mit Menschen zusammenbringt, dann funktioniert es viel besser, als wenn man nur über plakative Medienberichte, über irgendwelche Statistiken spricht. Wenn Menschen einander begegnen, und das ist eben Solidarität, das sind die sozialdemokratischen Werte, dann muss es und wird es auch funktionieren. Das ist meine Meinung. Das ist ein beeindruckendes Beispiel und das bringt ja zum Ausdruck, wie wichtig das ist, dass sich Menschen mit Zivilcourage engagieren. Und da haben wir sozusagen eine gemeinsame Aufgabe. Und ich muss sagen, das, was Sie damals gemacht haben, Ihr Bruder gemacht hat, ist natürlich die wirksamste Form, Menschen zu zeigen, dass es sich hier auch wiederum um Menschen handelt, mit denen man es zu tun hat. Danke für Ihr Ohr und für Ihre Zeit. Ja, war meine Freude. Danke. Danke. Dankeschön. Danke. Die Migrationsfrage ist einer der Politikfelder, die sehr emotional diskutiert werden. Wir wissen, dass es da Sorgen und Ängste im Land gibt, in der unterschiedlichsten Form. Es ist aus meiner Sicht selbstverständlich, dass wir diese Ängste nicht ignorieren können. Wir müssen sie zur Kenntnis nehmen, wir müssen sie verstehen und wir müssen darauf Antworten finden. Antworten, die nicht in Statistiken bestehen können oder indem man den Menschen erklärt, deine Angst ist unberechtigt, weil das löst nichts. Wir müssen Probleme lösen und was wir heute gemacht haben, war, dass wir Menschen getroffen haben hier am Stammtisch, die hier sich persönlich massiv engagieren bei der Lösung dieser Probleme. Weil wir wissen, hier sind Menschen zu uns gekommen, teilweise aus traumatisierten Situationen, aus Krieg, Zerstörung, auch Folter. Und sie werden in Zukunft Teil unserer Gesellschaft sein, weil sie nach der Menschenrechtskonvention auch tatsächlich einen guten Asylgrund haben, um bei uns zu bleiben. Und weil das so ist, ist aus meiner Sicht klar, wir müssen diesen Menschen helfen, Teil unserer Gesellschaft zu werden und wir müssen es schaffen, ein Zusammenleben in Vielfalt zu organisieren.